Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir ein bisschen was nachzuholen, denn es sind heute 3 Goodieboxen bei mir eingetroffen. Die Juni, Juli und die Augustbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Boxen hineinzuschauen, in diese hier, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine monatlich erscheinende Beautybox normalerweise. Bei mir ist da leider ein bisschen was mit der Adresse wohl schief gelaufen, sodass die Boxen nie wirklich bei mir ankamen und immer wieder zurückgeschickt wurden und so. Und jetzt hatten wir es halt nochmal versucht und ja, sie kamen tatsächlich alle 3 dann bei mir an. Und ja, ich möchte trotzdem mit euch zusammen hineinschauen. Ich habe hier Timestamps drin, das heißt, da könnt ihr dann weiterhüpfen, falls ihr schon die Juni- und die Juli-Variante kennt und euch meine Meinung nicht so unbedingt interessiert. Falls euch meine Meinung aber interessiert, würde ich mich mega freuen. Denn ich finde die Goodiebox eigentlich immer sehr, sehr herzenswarm. Und deswegen habe ich die auch wirklich sehr vermisst. Und ja, bin dann froh, dass ich jetzt endlich das Quartal, sage ich mal, doch wieder hier hingekriegt habe. Und ich freue mich auch tatsächlich schon auf den Goodiebox Adventskalender. Ich bin sehr gespannt, was die sich dieses Mal überlegt haben. Ich möchte gar nicht allzu lange schnacken. 19,95 kostet, wie gesagt, die Box pro Monat. Und wir haben 5 bis 7 Beauty-Produkte drin im Wert von mindestens 70 Euro. Ich weiß nicht, ob ich einen Code habe. Ganz bestimmt. Dann blende ich dir den mal ein. Ansonsten alles auch in der Infobox verlinkt und auch hier die jeweiligen Produkte. Das heißt, ich habe hier dreifache Arbeit, aber wir kriegen das schon hin. Das hier ist die Juni-Variante. Ich liebe dieses Schubladendesign, weil es so praktisch ist. Ihr seht es wahrscheinlich auch hier, dass ich das auch sogar als Aufbewahrungssystem bei mir integriert habe. Ne? Und ja, hier haben wir dann einmal die Juni-Box. Und dann schauen wir mal, wie ich das hier jetzt am sinnvollsten alles hinbekomme. Das ist The Caring Nature Box. Ah, wenn Boxen in den Himmel kommen, dann sind wir zuversichtlich, dass diese Box dort einen Platz in der ersten Reihe hat. Sie ist gefüllt mit Marken und Produkten, die einen nachhaltigen Aspekt haben, sei es die Verpackung, die Formulierung oder etwas ganz anderes. Die Rezeptur eines der Produkte besteht sogar aus recycelten Bananenschalen. Mega cool. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Und eine andere Marke trägt dazu bei, Plastik aus unseren Ozeanen zu entfernen, damit alle Schildkröten ihr bestes Leben führen können, ohne dass Strohhalme ihre Ruhe stören. Wenn du deine Produkte also nicht direkt ins Meer wirfst, bist du mit dieser Box auf dem besten Weg zu einem guten Erdkarma. Liebste Grüße, dein Team Goodiebox. Finde ich sehr süß. Und hier habe ich einen QR-Code drauf. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert noch, ne, dass ich dann noch drauf zugreifen kann, um euch die Preise einzublenden. Es ist sehr warm hier drin in diesem Raum, auch wenn die Fenster auf sind und alles. Ich mache in diesem Video natürlich auch, weil es eine Kooperation ist, ne? Ich habe die Sachen ja zugeschickt bekommen, eine Verlosung. Ja, und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da auch einfach mal gerne vorbei. Und jetzt schauen wir in die Juni-Box hinein. Wir haben Seitenpapier, was mit einem Klebe zugemacht ist. Und wir haben bei der Goodiebox halt immer nicht wirklich Verpackungsmaterial oder so. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Und als erstes sehe ich ein Produkt, was ich tatsächlich vor 1-2 Tagen jetzt aufgebraucht habe. Und zwar ist es von Cadalis Le Corps Nourrissant SOS, eine nährende Bodylotion mit Banane. Und hier haben wir 99,5% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Meine kleine Review dazu ist, dass es leider nicht so gut gerochen hat, wie ich es gedacht hätte. Leider. Aber es hat wirklich gut genährt und funktioniert. Also da schon mal positiv von meiner Seite. Wir haben normalerweise sowohl Pflege- als auch dekorative Kosmetik hier drin. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich hier ausschließlich Pflege. Von Sense haben wir ein Shampoo, Sweet Sense Nummer 04. Das ist ein veganes Produkt mit 75 Millilitern. Ein Shampoo ist immer eine schöne Geschichte, da kann man einfach mal schauen. Das soll auch noch Volumen geben. Kokosnusswasser, Avocadoöl ist hier mit dabei. Aloe Vera, also es hört sich alles sehr pflegend an tatsächlich. Und was haben wir? 75 Milliliter. Ist eine gute Geschichte, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann habe ich hier einen Conditioner, witzig. aber in dem Sinne ist das ein We Are Paradox Repair 3-in-1 Conditioner, Hair Mask und Finishing Cream. Also quasi ein 3-in-1 Produkt, wie das Produkt ja schon hier draufschreibt. Denken. 50 Milliliter haben wir hier drin. Und je nachdem, wie du es halt anwenden möchtest, kannst du es anwenden. 90% plastikfrei, 99% natürlich, vegan, tierversuchsfrei. Das finde ich schön. Und
Ne? Schöne Geschichte. Kann man dann auf jeden Fall in Kombination mit dem Shampoo auch verwenden. Also haben wir jetzt in dem Sinne den Körper und die Haare schon mal soweit gepflegt. Aber jetzt kommt noch von Elemis ein Produkt um die Ecke. Frangipani Monoir Shower Cream ist das. Okay, wow. 50 Milliliter. Elemis ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Da kann man echt nichts zu sagen. Ne? Und das hier wird dann sehr wahrscheinlich auch das Klopper-Produkt hier drin sein. Wobei, nee, ich sehe hier auch noch eine andere Marke. Krass. Das ist echt krass. Ja gut, ne, das machst du halt über das, über die Haut und kannst es abwaschen. Mhm. Ich frage mich immer, brauche ich so ein teures Produkt, um mich damit zu duschen? Eigentlich nicht, ne? Also ich sag mal, wenn es um die Elemis Gesichtspflege geht, ist es halt eine Sache, es bleibt auf dem Gesicht, ne? Also Cremes und Seren. Da macht es für mich durchaus Sinn, da einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil ich auch gemerkt habe, dass da die Inhaltsstoffe einfach etwas hochwertiger sind, als wenn ich jetzt in die Drogerie gehen würde. Deswegen, ich persönlich arbeite ja auch super gerne mit Dalton zusammen, das wisst ihr. Und ja, da hatte ich ja auch, oder habe ich immer noch, ich weiß nicht, wann ich dieses Video online stelle, Leute. Ich hatte nämlich bis zum... Was ist das denn? 19, 20, bis zum 21. August tatsächlich ein 20% Rabattcode Beauty Claudi. Schaut gerne bei Dalton vorbei. Ich habe aber immer wieder das auch erwähnt, ne? Genau. Also da habe ich definitiv gemerkt, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt eine hochwertige Pflege nehme, die halt auf der Haut verbleibt, oder ob ich eine Drogeriepflege nehme. Meine Haut dankt es mir halt tatsächlich, ne? Deswegen habe ich hier auch von eCooking eine Day Cream drin. Auch das ist eine hochpreisige Marke. Ein Moisturizer, Intensive Moisturizing Day Cream for Fine Lines and Wrinkles. Ja, läuft. 50 Milliliter, also Antifalten. Ne? Das ist kein günstiges Produkt. eCooking ist auch eine beliebte Marke, die wir auch recht häufig tatsächlich in der Goodiebox mit drin enthalten haben. Ne? Finde ich schön. Ja, ich weiß jetzt nicht, womit, kann ich jetzt so nicht aus dem Stegreif sagen. Ist halt Antifalten, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein ganz bestimmter Inhaltsstoff, mit dem jetzt groß geworben wurde oder sowas, ne? Ja, organisch und natürliche Inhaltsstoffe, vegan, das ist auf jeden Fall nett. Das ist das fünfte Produkt und jetzt habe ich hier das sechste. Und sowas ist praktisch, denn sowas brauche ich auch immer wieder. Denn gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch daran denke, als ich dieses Produkt hier aufgebraucht habe, hatte ich ja immer so schmierige Hände. Und dann konnte man halt den letzten Rest vom Schützenfest immer nur sehr, sehr schwer rausdrücken. Und hier kommt von Comme Deux uns ein Produkt entgegen. Your Key to No Waste. Und das kannst du halt einfach von oben über so eine Tube, über Zahnpastatuben, über Cremetuben, über alles Tuben, drüber tuben, drüber stülpen. Und damit halt wirklich den letzten Rest auch aus den Produkten rausholen. Und das finde ich krass. Das ist halt auch ein nachhaltiges Produkt und passt auch in dem Sinne ja auch zu dem Motto, ne? Dass wir halt, dass wir uns um die Natur kümmern. The Caring Nature Box. Hier ist es. Ich finde es klasse. Kommt gleich direkt mit mir mit ins Badezimmer. So, das hier wäre jetzt tatsächlich im Schnelldurchlauf mal die Goodie Box von Juni gewesen. Mir persönlich hat sie gefallen. Ich hätte mich auch sehr drüber gefreut, weil wir hier eCooking und Elemis drin haben, was ich nice finde. Mir persönlich hätte ein bisschen die dekorative Kosmetik gefehlt. Aber hey, ich habe hier ja noch die Juli- und die August-Box. Deswegen gucken wir mal in die Juli-Box rein. Wir haben auch immer, ihr seht das, ne? Es ist immer eine Schublade, aber das Design, das Boxendesign ist halt immer irgendwie anders. Das ist jetzt sehr, sehr fancy tatsächlich. Normalerweise hast du dann, ja, wenn du stapelst, so im Regal stehen. Ich finde, hier steht einfach zu viel drauf. Bin ich ehrlich. Are you reading this before opening me? Applause. That takes self-control. Psst. If you're really, if you're reading this after opening me, I don't blame you. I'm awesome. Okay, also die Box ist stolz auf uns, falls wir die Geduld haben, das uns vorher durchzulesen. Ja, so bin ich halt, ne? Ich bin jetzt nicht so diese Aufreiß-Rampampam-Lady, sondern ich möchte eigentlich schon in Ruhe mit euch die Produkte so anschauen. Okay, so. Das ist die Open Box. Bei dieser Box geht es darum, unsere schönen Unterschiede zu akzeptieren. So wie deine neue Box anders ist als deine letzte, ist auch dein Körper einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen. Okay, ja, das ist mal wieder so ein Ding, was mich zum Heulen bringt, ne? Deine Haut, ob trocken oder empfindlich, dein Haar, ob dick oder dünn, trocken oder schuppig, lang oder kurz. Die Produkte in dieser Box werden ausgewählt, um unsere einzigartigen Körper mit all ihren perfekten Unvollkommenheiten zu nähren und zu schützen. Was sind deine? Wir glauben, dass du stolz auf sie sein kannst. Also, ich wurde damals in der Schule für meine... körperliche Unvollkommenheit auch sehr gemobbt, deswegen muss ich gerade auch ein bisschen
Und aufgrund der Schwangerschaft, Leute, bin ich echt sehr, sehr emotional aktuell. Es tut mir leid, falls ich hier euch einen vorheule. Aber ich habe vorgesorgt, ich habe mittlerweile hier Tempos in meinem Schränkchen drin. Oh, ja, denn ich habe da auch diese Nacht einen ganz blöden Traum drüber gehabt und so. Also Flashbacks hat man halt immer noch. Sowas ist halt nie hundertprozentig weg. Natürlich ist es so, dass man stärker wird, man reift daran. Man entwickelt sich zu einem anderen Menschen und zu einem Menschen, wo ich finde, der einfach besser ist, um das mal so zu sagen, weil man sensibilisierter ist und einfach vorsichtiger auch mit anderen Menschen umgeht. Meine Meinung, ne? Also das oder auch meine Erfahrung. Einfach weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, wie furchtbar es sein kann, wenn Menschen nicht so nett zu einem sind. Und dass man dann einfach im Umfeld darauf achtet, dass es den Menschen halt auch gut geht. Und wenn man merkt, dass irgendwo irgendwas nicht so wirklich rund läuft oder dann halt das Gefühl bekommt, dass da irgendwie sowas wie Mobbing, Ausgrenzung oder sonst irgendwas aufkommt, wegen dämlicher Äußerlichkeiten, Leute, dann ne, passt man da schon ein bisschen besser auf. Aber wow, krasses Thema, muss ich euch wirklich sagen. Und ich glaube auch, dass das Thema, also dass es hier nicht so tiefgründig gemeint ist vielleicht, aber ich interpretiere das gerade für mein Herzchen so und das ist gerade richtig, richtig heftig. Ja. Okay, so. Das ist die Open Box auf jeden Fall und da sagen die halt, dass die sich an alle richten. Und ganz im Ernst, es stört doch niemanden, ob ich jetzt dicke oder dünne Augenbrauen habe, ob meine Ohren groß oder klein sind, ob meine Nase schief oder gerade ist, ob ich, ne, das stört doch keinen, ob ich Sommersprossen habe, ob ich viele Muttermale habe, ob ich, gut, jetzt mittlerweile bin ich schwanger, aber in meiner Jugendzeit Schwangerschaftsstreifen oder Dehnungsstreifen halt quasi an meinen Oberschenkelinnenseiten hatte. Es tut doch keinem weh, es tut keinem weh, ob ich große Brüste, kleine Brüste habe. Es tut keinem weh, ob ich 5 Kilo zu viel oder zu wenig drauf habe. Es tut einfach keinem weh. Und trotzdem sind die Menschen so, und gerade Kinder sind grausam, aber es geht auch im Berufsleben hart weiter, Leute. Ich verstehe es einfach nicht, warum man Menschen für Äußerlichkeiten halt so kaputt machen kann. Und das ist ja eben ja bei mir tatsächlich auch passiert. Ich bin sehr froh, dass ich da auch eine entsprechende Therapie und so weiter erfahren durfte. Aber ich verstehe einfach bis heute nicht, warum Menschen fürs Anderssein gemobbt werden oder fertig gemacht werden. Also ich kann immer nur als Appell mitgeben, falls du sowas in deinem Umfeld erleben solltest gerade, sei bitte sensibel, pass auf die Menschen in deinem Umfeld auf. Oder falls du selber vielleicht jemand sein solltest, der jemand anderen wegen Äußerlichkeiten kritisiert, denk mal drüber nach, was du gerade so treibst. Und solltest du selber in der Situation sein, dass du eine blöde Erfahrung gerade durchmachst und selber halt Mobbing erfährst, du bist nicht allein. Du bist definitiv nicht allein. Und du bist auch nicht diejenige oder derjenige, die oder der den Ursprung halt gibt. Das sind halt die Menschen, die selber mit sich unzufrieden sind und ihre Unzufriedenheit auf dich projizieren. Und du bist nicht alleine. Also schreib hier gerne in die Kommentare. Hier wird Liebe gegeben. Wirklich. Und wirklich, wirklich. Mann. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich finde es ganz schlimm, was einfach auf der Welt manchmal passiert und wie böse Menschen miteinander umgehen. Wegen Rotze. Wirklich Rotze. Ne? Okay, so. Hier geht's auf der Rückseite noch weiter mit Face Yoga, ein Happy Moment für deine Haut. Und da ist auch der QR-Code nochmal abgebildet. Und ja, hier geht es um dieses Face Yoga und das ist sehr wahrscheinlich dann auch im digitalen Leaflet mit aufgeführt. Und dann schauen wir einfach mal in die Box hinein und schauen, ob die Produkte uns ebenso emotional treffen wie das Motto. Also für mich persönlich sind halt diese Motto-Karten immer wieder so. Das gibt mir was. Entweder gibt mir das Wärme von innen, weil mich das aufbaut, ne? Oder ist es halt so, dass ich dann so reflektiere, dass ich mal drüber nachdenke über gewisse Dinge und so. Ne? Es ist richtig krass. Deswegen finde ich die Goodiebox halt wirklich besonders. Okay. Inhaltstechnisch glaube ich nicht, dass sie allzu gut bei mir abschneiden wird, aber wir schauen mal zusammen rein. Komm. Das erste, was ich hier rausnehme, ist nämlich ein Trockenshampoo. Das hatten wir auch schon mal in der Goodiebox, glaube ich, mit drin. Von Rose Avenue. Ein Trockenshampoo mit 250 Millilitern. Ich selber verwende kein Trockenshampoo, einfach weil ich das von der Haptik her bei den Haaren nicht so gerne mag. Aber das ist nicht schlimm, weil ich Trockenshampoo ja auch gerne weitergebe, weil meine Freundinnen das zum Beispiel sehr, sehr gerne benutzen.
Das Ding hierbei ist halt einfach, dass ich gehört habe von vielen, die es verwendet haben, dass sie das nicht so gut fanden. Ich kann das so nicht beurteilen und kann da auch nicht so viel zu sagen, aber genau, das ist halt, was ich gehört habe. Aber wie gesagt, für mich ist Trockenshampoo jetzt nicht unbedingt das, was ich so ganz weit oben auf meine Wunschliste schreiben würde. Von Model Co. haben wir Instant Radiance Light Reflecting Skin Perfector Luminous Scent. 9 Milliliter. Was ist das? Ist das sowas wie eine Luminous Foundation oder so eine BB-Cream CC-Geschichte oder so? Oder ist das vielleicht wie so ein Highlighter? Oh. Ja, das könnte mittlerweile farblich sogar passen. Normalerweise ist Sand überhaupt nicht meine Farbe, aber ich bin jetzt ja auch gebräunter, ne? Also es ist ja jetzt gerade für mich die Hochsaison meiner Haut, also richtig schön warm, sagte sie und wird dann demnächst noch so schön in ihr Santa Claudi-Kostüm hüpfen und euch Adventskalender vorstellen. Das hier kommt auch in meinen Full-Face-Beauty-Box mit rein. Ich bin gerade einfach neugierig, was das ist. Mach das mal hier auf. Und Model Co., das ist irgendwie eine Marke, die findet man auch gefühlt irgendwie nur in Boxen, ne? Also ich habe die jetzt noch nie irgendwo groß gesehen. Ich verlinke euch ja zwar immer die Produkte, aber auch da ist es immer schwierig für mich Links zu finden, das weiß ich noch. Riecht soweit cremig einfach nur. Also ich würde es jetzt als Foundation bezeichnen, ne? Sehr interessant. Also mutig, sage ich immer dazu, wenn Beautyboxen Base-Produkte mit reinpacken, gerade eine Foundation oder ein Concealer. Aber irgendwie gefällt mir das Produkt. Ne? Also ihr seht ja hier definitiv, dass ich da einen Rand habe, zu meiner Hand halt. Ne? Aber es könnte funktionieren. Bin ich gespannt, wird ausprobiert. Dann habe ich hier eine Zahnpasta drin. Da mache ich jetzt auch nicht die allergrößten Freudensprünge. Ich weiß aber, dass mein Freund die ziemlich cool findet. Ja. Whitening Mint, 25 Milliliter. Also er wird's cool finden, er wird die auch verwenden, er wird die aufbrauchen, alles cool, ne? Ich brauche halt einfach keine Zahnpasten in Beautyboxen, da bin ich nicht so Fan von. Und hier, das könnte ich tatsächlich auch mal machen mit den ganzen Marvis-Zahnpasten, die ich schon in Boxen drin hatte. Frech, ikonisch, originell. Marvis übertrifft das Konzept der traditionellen Zahnpasta. Und hier hast du dein exklusives Geschenk, ein einmaliger 10% Rabatt auf den Kauf von Marvis-Produkten bei Müller. Ja, Müller ist bei uns 20 Kilometer entfernt, ne? Da gehe ich jetzt recht selten einkaufen. Aber gut, ja, mein Freund wird sich drüber freuen. Läuft. So, drei Sachen habe ich noch hier. Wer fährt denn da jetzt durch die Gegend? Unser Nachbar. Von Tromborg, Lip Cure aus Kopenhagen, Scandinavian Mood. Ja, das ist eine Lippencreme mit 15 Milliliter. Das ist ganz schön viel, Leute. Und damit kann man seine Lippen pflegen. Ja, also Lippenpflege finde ich auch immer sehr wichtig. Ich teste mich gerade, seht ihr ja auch schon wieder, ne, durch meine Lippenstifte durch. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, in der Nummer 532 die Estee Lauder irgendwas drauf. Fragt mich nicht. Ich probiere so ein bisschen durch, dass ich halt auch mal aussortiere und so weiter, ne? Eine schöne, frische Farbe, aber egal. Pflege, wichtig. Tube, schwierig in der Anwendung. Würde ich dann eher zu Hause verwenden, weil du müsstest dir ja theoretisch vorher die Hände waschen. Deswegen finde ich das ein bisschen merkwürdig. Oder ist es ein... nee. Ich hatte erst gedacht, ob das vielleicht ein Peeling ist oder so, aber dann hätten die ja quasi auch Peeling draufgeschrieben. Tromborg ist ziemlich teuer, ne? Da hatten wir auch mal einen Roller von. Okay, also ein Gesichtsroller irgendwie. Dann habe ich hier drin von Marie Stella Maris Care for Water Nummer 12 Objects Amsterdam Green Tea, Zitrusnoten und Sage. Was auch immer Sage nochmal war. Ein Body Scrub, 75 Milliliter. Sowas finde ich eigentlich cool. Enjoy Refill Contribute. Und da hast du 97% natürliche Inhaltsstoffe, 100% vegan, Aprikosensamen und Sonnenblumensamenöl. Nett. Jo. Kann ich mir für mich auf jeden Fall vorstellen. Also ein mechanisches Peeling und kein chemisches Peeling. Wobei, doch, es gibt mittlerweile auch chemische Peelings für die Haut, also für den Körper halt, ne? Jo, wird auf jeden Fall ausprobiert. Ich glaube auch, das ist gar nicht mal so günstig. Aber gefällt mir. So, wir haben was für die Haare, wir haben was fürs Gesicht, also für die Lippen, für den Körper, wir haben was für die Zähne, wir haben ein bisschen dekorative Kosmetik und wir haben ein Scalp Serum mit, also von Tea Tree Oil. Intensive Scalp Treatment. Das finde ich interessant. Australian Body Care ist das. Kopfhautserum für Schuppen, trockene und juckende Kopfhaut. Wenn das Produkt in die Augen gelangt, mit Wasser ausspülen. Ja, klar. 150 Milliliter. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so günstig. Und ich habe schon das ein oder andere Kopfhautserum ausprobiert. Ich hatte jetzt
kurz vor meiner Schwangerschaft richtig Probleme gehabt, ne? Das war wirklich die Zeit letztes Jahr um diese Zeit ungefähr, also Richtung Herbst. Aber da war auch viel psychisch bei mir, weil ich halt auch arbeitstechnisch ja auch gewechselt habe, beziehungsweise meinen Job gekündigt habe und dann seitdem Fulltime YouTube mache, Leute. Und da habe ich gefühlt jeden Tag dann auch die Santa Claudi-Mütze getragen. Ich glaube, das hat meine Kopfhaut nicht ganz so gut getan, weswegen ich dann auch so schuppige Stellen und sowas bekommen habe, weil ich dann ja auch teilweise, was weiß ich, wie viele Unboxings in einem Rutsch gemacht habe, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, ich sag mal so 5 Videos am Tag, bestimmt, bestimmt. Teilweise, ich glaube, irgendwann habe ich mal mit Nathalie Nordbeauty geschrieben und da habe ich ihr gesagt, dass ich 10 Videos gedreht habe oder so. Ganz crazy, aber ja, Workaholic lässt grüßen, ich sag's euch. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich auch echt cool, weil in Beautyboxen halt sowas drin zu haben, was auch ein bisschen extravaganter ist, ist nicht verkehrt. Cool, so, also, über die Box hätte ich mich so lala gefreut, vom Motto her definitiv sehr, sehr cooles Motto. Was jetzt den Inhalt anging, interessante Marken, definitiv. Zahnpasta, kleiner Griff ins Klo in dem Sinne, wobei mein Freund sich freut. Eine Foundation, wenn sie passt, ist gut, ne? Und ja, halt so Pflege auch mit dabei. Also theoretisch eigentlich ganz cool, ne? Für 19,95 halt auch immer. Das ist halt immer das, was ich mir auch bei Beautyboxen vor Augen halten möchte, dass man das nicht aus dem Blick verliert, ne? Dass man halt sagt, Mensch, das und das bezahle ich dafür und das sind die Produkte mir das wert, was ich dafür bezahlt habe. Klar sind die Produkte deutlich mehr wert, aber die Frage ist immer, ob einem das selber wert ist, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt kommen wir zum crazy Topic und zwar, was ist nur im August drin? Wir haben auf jeden Fall eine wunderschöne Box. Also die könnt ihr euch gerne nochmal angucken. In der Zeit trinke ich mir einen Schluck, ne? Also ich finde die hübsch. Muss ich wirklich sagen. Ich mag die Blumen hier drauf. Das ist eine der schönsten Boxen, die Goodiebox bislang rausgebracht hat. Definitiv. Und ich habe schon einige gesehen. Wirklich cool. Ich mag dieses Lavendelfarbene. Ich mag, dass es hier so quasi... Ja, ist das foliert? Irgendwie schon, ne? Das, also diese Umrisse finde ich extrem schön. Ich mag auch gerne dieses Muster, diese Blüten. Das passt halt auch einfach, weil wäre es nicht so furztrocken bei uns überall, würde die Natur natürlich jetzt in ihrer vollen Blüte stehen. Und ja, what have we here? The Classic One. Ich habe alle Produkte in dieser Box handverlesen, speziell für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Alles Liebe, Caroline. Okay, Caroline. Bin ich gespannt, ne? Scan den QR-Code, log dich mit Benutzernamen und Passwort ein. Willkommen in deinem Member-Universe. Geht zum digitalen Unboxing. Mhm. Ja, läuft. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen das Motto. Wobei, das ist jetzt ja die aktuelle Box. Also theoretisch müsste ich ja damit auch was abgescannt bekommen. Komm, das versuchen wir jetzt mal, weil wir haben ja einen QR-Code. Ich gucke gerade übrigens ein Unboxing von Mello Flori. Habe ich eben geschaut. So, dann drehen wir die Kamera, weil mein Gesicht wird uns nicht verraten, was in der Box drin ist. Und dann gucken wir mal, ob das digitale Leaflet schon online ist. Das will noch nicht. Das will noch nicht. Gut, dann haben wir halt leider kein emotionales Motto, was uns vorgegeben wird. Das kann ich mir dann vorstellen, The Classic One. Dass hier Klassiker halt drin sind, ne? Dass sie sich halt überlegen, dass man vielleicht sagt, Mensch, ja, es ist immer schön, wenn man so ausgefallene Produkte ausprobiert und dass man halt auch irgendwann so aus seiner Routine rausgelockt werden möchte, aber dass es doch immer schön ist, wenn man so die Klassiker, die Basisprodukte bekommt und vielleicht auch so ein bisschen back to the roots gebracht wird und sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht nur immer Heititai, vielleicht so. Ne? Weil die Goodiebox ist ja immer so ein bisschen um die Ecke denken, um 5 Ecken denken. Okay, so, dann schauen wir einfach mal rein. Was sind Klassiker überhaupt? Klassiker ist ein Duschgel, Bodylotion, Shampoo, Nagellack, Lippenpflege. Ja, sowas sind eigentlich Klassiker, ne? Aber wir gucken mal, eine Gesichtsmaske. Wir hatten schon lange keine Gesichtsmaske mehr. Ich sehe das, weil Juni und Juli stehen neben mir, ne? So, dann schauen wir doch mal. Da habe ich gleich eine witzige Geschichte zu erzählen. Denn das erste, was ich hier sehe, ist ein Nagellack von Nailberry. Und zwar in der Farbe Candy Floss. Und wie es der Zufall will, hatten wir den letztens erst in einer anderen Box drin und befindet sich aktuell auf meinem linken Zeigefinger. Ich finde den schön. Ich finde den richtig, richtig, richtig schön. Das ist ein toller,
roséfarbener Nagellack, den habe ich jetzt hier in 3 Schichten aufgetragen. Der ist dann auch sehr, sehr deckend. Wenn man den nur in einer Schicht macht, hast du halt so einen leichten rosé-milchigen Effekt auf deinem Nagel. Ne? Ähnlich wie der Ballet Slippers von Essie müsste das sein. Aber ich mag das einfach gerne, wenn es halt ein bisschen deckender ist, weil dann sieht das immer ein bisschen gepflegter aus tatsächlich, weil man dann auch nicht so unter die Fingernägel gucken kann. Und ich bin doch gerne im Garten und wühle im Dreck oder mache hier irgendwelche Renovierungsgeschichten. Finde ich schön, definitiv. Und halt auch wirklich von der Farbe her eine Basic-Farbe. Doch, das haben sie gut gemacht. Weiter geht's hier mit einem Primer von Elemis. Da sind wir wieder. Superfood Glow Priming Moisturizer. 20 ml. Auch den habe ich schon da. Den würde ich dann auch ins Full Face Beauty Box packen, beziehungsweise den, der sich hinter mir befindet. Und ja, der spendet Feuchtigkeit und soll Strahlkraft geben. Und gleichzeitig ist es halt von Elemis und hat dann auch noch seine wunderschönen Superfoods mit dabei. Also quasi richtig hautpflegende Eigenschaften. Hier habe ich jetzt was von eCooking. Ein Haarspray. Okay, das ist meine ultimative Frisur, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich bin echt überhaupt nicht so ein Haarspray-Mensch, aber meine Freundinnen freuen sich immer über Haarspray. Medium Hold haben wir hier drin mit Provitamin B5, 75 ml. Braucht man das unbedingt von so einer teuren Marke von eCooking? Keine Ahnung. Aber ich glaube, man freut sich schon drüber, wenn es dann ja auch funktioniert. Soll einen frischen Duft nach Blumen, grünen Blättern und einem Hauch von Zitrus haben. Jo. Ne? Hört sich auf jeden Fall lecker an. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was so ein Öl ist. Bakuchiol, das ist ja das natürliche Retinol, also ein krasses Anti-Aging-Wirkstoffgedönsen. HPR und Glutathione. Keine Ahnung, was HPR ist. Keine Ahnung, was Glutathione sind. Raw Perfection Dream Oil. Ein Traumöl mit 10 ml. Also, wenn da Bakuchiol drin ist, würde ich wetten eingehen, dass das fürs Gesicht ist. Ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Produkt, wo ich sagen muss, es ist was für den Sommer, weil Gesichtsöle im Sommer ist immer so eine Sache für sich. Selbst ich mit trockener Haut habe da Probleme mit, weil das halt zu viel sein kann, ne? Und dann die Haut zu speckig wird, gerade wenn man im Sommer ja auch nochmal etwas mehr Pflege hinzugibt, weil man definitiv noch eine dicke, fette Schicht Sonnencreme hier oben drüber nochmal gibt. Deswegen ist es jetzt für mich ein schönes Produkt, ja, definitiv, aber nicht unbedingt gut in der Augustbox aufgehoben. So, und dann habe ich hier das fünfte. Aber vielleicht ist das Dream Oil auch ein Körperöl, weil hier ist ein Mind Body Cure Char von Moshi Moshi Mind. Ne? Vielleicht soll man dann dieses Öl auf seinen Körper packen. Ja, also du machst halt 5 bis 10 Minuten da täglich deine Körpermassage mit und sollst dann weniger Zellulite haben und eine prallere Haut und alles ist wundervoll. Das gleiche wie halt auch im Gesicht, ne? Wir gucken uns das mal vorsichtig erst an, weil ich habe eigentlich dafür ehrlich gesagt keine Zeit, ne? Also finde ich immer ein bisschen schwierig, aber hey, es ist schön eingepackt. Moshi Moshi Mind ist nicht günstig und es ist auch ein echter Stein. Das wird auch wahrscheinlich Jade sein, das war ein Reim. Und damit muss man dann über seinen Körper gehen. Ich denke, dass das dann auch im digitalen Leaflet beschrieben ist, wie man das genau anzuwenden hat. Ne? Dass man da dann auch richtig wahrscheinlich über die Oberschenkel und so drüber geht, dass das alle ein bisschen besser funktioniert. Schon, ja. Aber es wird nicht bei mir bleiben, weil ich dafür einfach zu faul bin. Muss ich wirklich sagen. Und ich habe eine sehr, sehr ausgiebige Körperpflegeroutine jeden Tag. Aber das kriege ich, glaube ich, nicht mit rein eingebunden. Nee. Die Augustbox hatte einen schönen Inhalt. Wir haben Nagellack drin gehabt, wir haben einen Priming Moisturizer. Also wenn du dich schminkst, kannst du den super gut als Primer verwenden. Wenn du dich nicht schminkst, als Moisturizer, also feuchtigkeitsspendendes Produkt fürs Gesicht. Wir haben was für die Haare. Dieses Dream Oil, ich weiß jetzt leider nicht, ob das jetzt für Körper oder für Gesicht sein soll. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch den Body Gua Sha, also quasi was für den Körper mit dabei. Wir sind im Prinzip von Kopf bis Fuß ganz gut gepflegt. Ne? Und ja, war eine schöne Box. Vor allem, weil der Nailberry-Nagellack auch echt toll ist. Also da muss ich wirklich an meinen Zeigefinger denken. Und dann war es das auch hier von mir und meinem Unboxing, Mega-Unboxing von der Goodiebox. Ich hoffe, dass es jetzt halt wieder ganz normal weitergeht mit dem monatlichen Unboxing und Adventskalender. Da bin ich extrem gespannt drauf, Leute. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload.
Hier noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!